3-0. Der Bundestrainer klatscht. Also, gute Zeit für ihn. Wie gesagt, auf jeden Fall eine Steigerung gegenüber dem Vorlauf heute früh. Da schauen wir eine 4:20. Also, Glückwunsch an Kevin Wedel. Und ihn sehen wir dann auch gleich bei der Siegerehrung. So, alle sind im Ziel. Dann bitten wir die Herren noch aus dem Wasser. Und die ersten drei können sich dann schon mal im Vorstadtzelt einfinden. Das war's schon. Kurz und knapp heute dieser erste Wettkampftag. Ja, Kevin, 4:17, 3:0. Ich denke, damit kannst du schon zufrieden sein, oder? Absolut. Schneller als auf den Deutschen. Ich wollte jetzt im Unter-B-Kader noch schwimmen, 4:19:2. Es hat geklappt, also bin ich super happy. Ja, du warst ja im Vorfeld doch ein bisschen krank, habe ich gelesen. Macht es dich denn umso positiver jetzt, dass du die Leistung so bestätigen konntest, B-Kader-Norm zugleich? Ja, absolut. Also ich hätte jetzt nicht mit der Zeit gerechnet, 4:17, wäre ich dann 4:18 hoch, habe ich eher mit gerechnet und darum umso glücklicher. Ja, wie positiv stimmt es dich jetzt doch, trotz verpasster Olympia-Quali, nochmal besser als bei den Deutschen? Ist so ein bisschen Wiedergutmachung, oder? Ja klar, also nochmal mit einem positiven Ereignis die Saison zu beenden, ist auf jeden Fall schön, wie jetzt nochmal die negativen Wochen davor. Also es ist nochmal ein persönlicher Abschluss. Das macht auch Mut für die nächste Saison. Jetzt die letzten Tage, German Open stehen jetzt an bis Freitag. Du machst 200 Schmett noch, 200 Kraul, glaube ich. Ja.
Was nimmst du dir jetzt noch so vor? Was kommt noch? Was soll passieren? Ach, eigentlich habe ich mich jetzt nur auf die Finalanlagen konzentriert. Der Rest ist jetzt Zugabe, also alles, was passiert, habe ich mir jetzt keine bestimmten Ziele gesetzt. Nochmal ein bisschen vielleicht Bestzeitschwimmen auf den Nebenstrecken. Ja, das war's. Alles klar, danke dir. Vielleicht sehen wir uns ja nochmal hier. Ja, klar. Danke dir. Vielen Dank.